bin ich der Meinung, der Weihrauch ist ganz toll. Also für mich ist bis jetzt der beste Weihrauch, den ich eigentlich gerochen habe. Ist ein Duft, der mir sehr gut gefällt, den finde ich sehr gut, aber ist ein Duft, der vielleicht für viele ein bisschen schwierig ist. Wirklich sehr, sehr spannend. Also ich würde jetzt sagen, wahrscheinlicherweise meiner Meinung nach der beste aus der ganzen Kollektion. Die Marke, die ich euch heute vorstelle, ist komplett eine neue Marke. Und zwar ist es auch ein komplett neues Konzept, beziehungsweise die Marke ist auch sehr jung. Das heißt, die gibt es nicht sehr lange. Die gibt es, glaube ich, seit 2 Jahren oder vielleicht lass es 3 Jahre sein. Also es ist eine sehr, sehr junge Marke, gegründet von einem Trio von 3 Personen aus Italien. Also es ist eine italienische Marke und 3 Passionierte, die einfach sehr viel Energie und sehr viel Leidenschaft in diese Idee dieser Marke reingesetzt haben. Die Marke heißt Rito und nennt sich Rito. Rito ist das italienische Wort, wortwörtlich übersetzt, auf Deutsch würde man sagen, ist Ritual. Das heißt, es ist der Begriff eines Rituales, einer Handlung, die sich eben regelmäßig wiederholt, die gewohnheitsmäßig da ist. Und das sind verschiedene Rituale sein, die man hat oder die Menschen haben, gewohnheitsmäßig zu machen. Und eins davon ist sicherlich auch in der Interpretation eben von Rito, das Ritual der Beduftung. Das heißt also, dieser Vorgang, dieses Machen, das sich zu beduften, was schon einem Ritual entspricht. Und das ist die Idee, wo sie sagen, okay, wir wollen dieses Ritual wertschätzen, würdigen, indem wir eben dieser Marke mit dem Namen Rito, was auf Italienisch eben die Bezeichnung ist für Ritual, geben, um das zu zeigen, dass es eigentlich um eine Kunst, um ein Erlebnis handelt, um irgendwas, was man macht, was eben nicht so beiläufig ist. Die haben sehr viel Geld oder sehr viele Ideen und sehr viel Kreativität auch in das Packaging investiert und haben für mich eins der schönsten Packagings, die es momentan auf dem Markt gibt, was man so neue Marken anbelangt. Abgesehen von dem Flakon, wie ihr hier seht, der in, es gibt 3 Flakons, die sind in Weiß und einer ist in Schwarz gehalten. Das Weiß soll bei Rito auch so ein bisschen der Schutz, diese Unschuld des Parfums einfangen. Schwarz deshalb, weil der eine Duft den Namen Blackout hat. Und wenn es ein Blackout gibt, dann ist es natürlich schwarz. Dann ist sozusagen alles das Licht aus und deswegen ist es auch ein schwarzer Flakon. Zum Packaging ein bisschen was. Das ist die Außenkartonage, also eine ganz normale Außenkartonage, aber auch relativ gut mit so Security-Siegels und so weiter. Also sehr, sehr aufwendig gemacht. Hat so ein bisschen von den Art und Weisen, wie man die aufmacht, so ein bisschen was von Apple-Produkt, die man so auch so aufzieht. Dann ist drin eine sehr schöne Box. Ich lege die mal flach hin, danach stelle ich sie wieder auf, die wunderschön gearbeitet ist, auch mit Reliefprägung drauf. Das heißt, es ist alles hier nicht nur gedruckt, sondern auch auf Relief geprägt. Die macht sich wie in so einem Schrein auf und hier sieht man sie, innen ist sie eben praktisch ausgepolstert mit so einer samtartigen Schicht. Und man hat eben den Flakon drin, die Plakette und gleichzeitig eben auch noch oben eine Kappe für die Reise. Das heißt also, wenn man jetzt unterwegs ist und man möchte den Flakon nicht, hol den jetzt mal hier raus. Das ist eben praktisch die Originalkappe, die eben gemacht ist, ja, wie so eine Art Kristall, wenn man es so will, von der Form her. Hexagon, das auch sehr interessant ist durch diese, ja, es ist eine spezielle Kappe, es ist keine Standardkappe, kann man mal so sagen. Und wenn man einmal diese Kappe, die ist ja auch hier mit dem Rito-Logo, wenn man die jetzt praktisch nicht, die schwer ist natürlich, also es wiegt ordentlich was, kann man natürlich diese Reisekappe drauf tun, die auch gelabelt ist. Also man hat sich schon Gedanken gemacht. Es ist dann immer noch ein Zertifikat auch drin. Und die ganzen Produkte haben auch einen Chip, den man mit dem Handy auslesen kann. Das heißt also, wenn man selbst, es muss nicht nur Verpackung, selbst ein Flakon, wenn ich mit dem Handy rangehe, kriege ich also praktisch dann eine Website, auf die ich geleitet werde von Rito.
Und da kann ich mich registrieren lassen, beziehungsweise kann auch noch zusätzliche Informationen abfordern. Die sind in der Zwischenzeit, ja, auch Sergio hat jetzt begonnen, mit diesen Chips zu arbeiten. Das ist auf jeden Fall ein gutes Mittel, um die Authentizität des Produktes zu gewährleisten. Das heißt, über das kann man sicher sein, dass man jetzt keine Fälschung kauft und ein Original kauft. Man sieht auch, man hat sich viel Gedanken gemacht. Also diese Box, wenn man die so hinstellt, das ist schon ein bisschen wie so ein Altar. Also das ist auch nichts, was da umfällt und so, sondern die steht da, diese beiden Dinge gehen so schön auf. Also es ist schon alles durchdacht, ne? Dass es auch diese Schräge hat und nicht einfach so steht und so. Man merkt diese Liebe zum Detail, die einfach da ist. Ne? Auch wenn es jetzt nur eine Box ist, aber man kann sich das vorstellen, wenn man ein, zwei Düfte hat von denen, dass man die so einfach so hinstellt. Das ist schon ein bisschen so eine Art fast Präsentation. Jetzt kommen wir zu den Düften. Also wir haben einmal aus dieser Kollektion, es gibt zwei Kollektionen, die sind jetzt nicht von den Farben, sondern von der Duftrichtung abgeht. Wir haben also sozusagen quasi deren erste Kollektion, das waren diese drei Düfte hier. Das war einmal diese Reserva 9, dann Oltre und Cuore Dut. Also es sind die ersten drei Düfte, die sie rausgebracht haben. Dann kam dieser Blackout und die letzte Kreation ist dieser hier, Gran Gala. Und die beiden sozusagen sind in einer eigenen Kollektion, die sich unterscheidet. Die sind auch preislich etwas teurer als wie diese hier. Deswegen diese zwei Kollektionen. Wir fangen mit der klassischen Kollektion an und nehmen den Cuore Dut. Cuore Dut heißt nichts anderes als wie, auch der Sprüher sehr gut, sehr guten Touch. Herz aus Oud, also es geht jetzt hier um einen Duft, der überhaupt nicht animalisch oudig ist und so weiter, sondern dieses Oud mehr in diesem holzigen Bereich einspielt, also mehr so wie so ein altes Mahagoni-Möbel, aber überhaupt nicht null Animalik, die da dahinter ist. Und er hat sehr fruchtige Noten, es ist ein sehr fruchtiger Duft, der, ich würde sagen, also wenn es draufstehen würde, würde jetzt niemand sagen, es ist ein Oud-Duft, weil man es eigentlich nicht so als typischen Oud-Duft erkennt. Ich denke, auf der Haut getragen kommt es ein bisschen besser raus. Man spürt es schon im Hintergrund, dass es da ist, aber es ist nicht so, dass man sagen würde, es ist ein Oud-Duft. Er hat aber eine sehr schöne, ich würde mal sagen, so würzige Zitrik, die ein bisschen unüblich ist. Es ist eher so ein, ja, ich sage jetzt mal, nicht so dieses zitronig richtig gehende, sondern eher in diese würzige Zitrik reinzugehen, die ein bisschen gegeben ist durch Noten, die auch so ein bisschen leichte Kräuterunterklänge haben. Aber es ist auf jeden Fall zitrisch von der Typologie, wärmer, leicht holzige Basis, die da drin ist. Sehr schöner Duft, sehr universell tragbar, definitiv eben einer, der, mit dem man auch gute Komplimente kriegt. Also eine interessante Komposition. Der zweite ist Oltre. Oltre heißt auf Italienisch darüber. Also gemeint ist da, man geht drüber hinaus. Der hat jetzt eine rauchige Komponente. Ich würde mal sagen, ist fast schon klerikal. Also jemand muss Weihrauch mögen. Es ist definitiv eine deutliche Weihrauchnote da. Es ist nicht so eine dunkle Weihrauchnote, aber es ist Weihrauch. Also es ist, ich sage mal so, Weihrauch ist ja ein Überbegriff. Es gibt ja verschiedene Weihrauchsorten. Und das ist jetzt eher so, das ist sehr myrrhelastig, würde ich sagen. Also es hat schon diese Dominanz der Myrrhe. Myrrhe ist eben einer der typischen Weihrauchformen, die man kennt, die man hat eben. Also es läuft alles in der Kategorie des Weihrauchs und das merkt man. Aber er ist sehr sanft, er ist also nicht sehr dunkel, auch nicht so staubig, trocken, sondern schon hat schon so einen Reiz. Aber es ist natürlich definitiv eine Prägung durch diesen Weihrauch. Aber gut kombiniert, gut ausgewählt, sehr tragbarer Weihrauch, sage ich jetzt mal. Dann kommen wir zur Reserva. Und die Reserva ist sicherlich ja, der wahrscheinlicherweise erst der Duft, der eher eine feminine Konnotation hat, würde ich jetzt mal sagen. Er ist sehr stark floral, hat eine sehr weiche, cremige Note, aber hat diese Floralnoten, spielt auch ein bisschen mit diesem Geranium- bzw. Nelkennoten, die da drin sind. Ist ein Duft, der mir sehr gut gefällt, den finde ich sehr gut, aber ist ein Duft, der vielleicht für viele ein bisschen schwierig ist, weil sie ihn
als hat so ein bisschen Oldschool-Charakter. Das heißt also, ich würde jetzt mal sagen, er hat jetzt null Fruchtigkeit. Es ist so schon eher so eine florale, ätherische Komposition, die da drin ist. Also wenn man jetzt so will, von den dreien bin ich der Meinung, der Weihrauch ist ganz toll. Also für mich ist bis jetzt der beste Weihrauch, den ich eigentlich gerochen habe. Aber es ist so, dass natürlich eigentlich dieser Cuore d'Oud, wobei das Oud eben, also ich sage erstmal, man muss es suchen, da ist. Das finde ich eigentlich so den interessantesten, wobei, wenn ich jetzt sagen würde, das Spannendste ist effektiv dieser Oltre, weil er diesen Weihrauch-Touch hat, und aber so gut umgesetzten Weihrauch-Touch. So, jetzt kommen wir zu den beiden anderen. Fangen wir an mit dem Blackout. Blackout ist, ja, wie das Wort schon sagt, also der Stromausfall quasi. Die dunkle Nacht. Schwarzer Flakon suggeriert natürlich schon ein bisschen was. Ja, und die haben wir es auch. Es ist definitiv, der Duft riecht, wie er ausschaut und wie er heißt. Also es ist effektiv ein sehr dunkler, sehr würziger, holzig-würziger, animalisch gar nicht, aber ich sage es mal eher so in diese Birkenteer-Richtung gehenden, dunklen Noten, verbrannt, auch so ein Rauch, Ruß, auch so ein bisschen Gummi, diese Geschichten. Also wenn man so Assoziationen sucht, dann ist es so ein bisschen was wie, wenn man so will, also wie so klassische Herrendüfte früher waren, wenn sie jetzt nicht so lavendellastig waren, so, sondern dass man sie so echt so richtig so, ist ein strenger Charakter. Ist kein Charmeur, ist auch kein Duft, wo ich glaube, dass man jetzt irgendwie wahnsinnig viel Komplimente dafür kriegen wird. Ist so ein Statement-Duft. Man kann so ein bisschen sagen, wenn man so Vergleiche sucht, geht so ein bisschen wie Richtung Om von Serjov oder was weiß nicht, Erdeiger von Mark Gebauer. Also ist so ein bisschen die Richtung, aber die haben jetzt nichts damit zu tun, aber einfach, dass man die Richtung so ein bisschen heißt. Also sehr spannend, sehr schön für jemand, der so einen klassisch kernigen, dunklen Herrenduft sucht. So, und jetzt probieren wir den letzten, holen wir wieder raus, den Gran Gala. Wie das Wort schon sagt oder suggeriert, ist das eben die große Gala. Und ja, also der ist wirklich sehr, sehr spannend. Also ich würde jetzt sagen, wahrscheinlicherweise meiner Meinung nach der beste aus der ganzen Kollektion. Es ist eine florale Note da, also eine deutlich florale Note, eine sehr opulente Note da. Können wir vorstellen, ohne jetzt die Duftnoten zu kennen und gelesen und sonst was haben, ist so eine Tuberosen-Komposition, aber auch mit sehr viel mandeligen Unternoten. Also es riecht so ein bisschen wie Mandelmilch, aber mit einer Tuberose gemischt. Sehr schön, sehr elegant, auch sehr opulent, hat eine, meiner Meinung nach eine große Ausstrahlung. Überhaupt eigentlich gar nicht so, ist sehr unisex, also er hat überhaupt nicht eine feminine Note, dafür ist er eben so opulent. Also ich finde, der ist, hat auch so einen grünen Touch noch ein bisschen drin, der mit rauskommt, also wirklich sehr spannend. Also der, den würde ich auf jeden Fall absolut als Testempfehlung und so weiter reintun, weil es wirklich eine super Komposition ist, die, ja, die ich mir sehr gut vorstellen kann, dass einem sehr gefällt, sehr unique auch ist, also es ist jetzt nichts, was man schon kennt oder was man schon mal gerochen hat. Ist wirklich sehr besonders. Also für mich so die Highlights ist einmal der Weihrauchduft, Oltre, weil er einfach diesen super Weihrauch hat, aber es ist ein Weihrauch, aber eben diese Myrrhe-Lastigkeit, die ich ja eben besser finde, und diesen Gran Gala. Und wenn jemand so ein bisschen was Kerniges sucht, ist der Blackout. Spannende Marke, es wird sicherlich noch einiges von der Marke kommen, die sind jetzt am Anfang, die wollen natürlich weitermachen, wollen Sachen machen, haben schon sehr viel investiert in das Packaging und so weiter, und ich denke, dass sie jetzt auch olfaktorisch dann nochmal neue Sachen rausbringen, und man merkt ja schon, zwischen den ersten dreien und den zweien, da merkt man schon einen Sprung, in welche Richtung es geht. Also, ich würde euch empfehlen, dass ihr mal was probiert, euch anschaut, wirklich interessante Komposition mit einer interessanten Ausstattung, interessante Marke, interessantes Packaging, eigentlich alles interessant. Preis ist auch gut, finde ich, für das 100 ml, glaube ich, irgendwie auch so 270 im Drehraum. Es ist ein gutes Preisniveau. Ja, viel Spaß beim Testen.